Und das sagt der Opa, mit Warten kannst du Geld verdienen oder verlieren. Na, Kathrin. Sebastian. Da sitzen wir wieder. Gerade hat man eine Schulklasse zu Gast. Mhm. Und jetzt machen wir noch ein Video, weil ich habe das versprochen. Nein. Du? Ich habe das versprochen. Nein, das habe ich nicht. Ich habe gesagt, wir müssen endlich mal ein Video machen, wann der richtige Zeitpunkt ist, um die Bienenvölker winterfertig zu machen. Ja. Oder abzuschleudern. Weil das so viele Leute immer fragen. Aber so wirklich wissen wir das ja auch nicht, gell? Also ich jedenfalls nicht. Ja, das ist ja immer eine schwierige Sache. Also ich, ja. Ich hoffe, dass ich da heute auch noch was lerne. Hast du unser letztes Video angeschaut? Dein letztes Video habe ich, glaube ich, tatsächlich noch nicht angeguckt. Siehst du, dann kannst du nicht wissen. Also ein Punkt für den richtigen Zeitpunkt, wenn man fertig ist, ist ja auch immer ein bisschen die Varroa-Belastung, gell? Das muss man ja schon sagen. Vor allem bei den späten Honigen, also Tanne oder auch manchmal Waldhonig, wo man, wo es eigentlich Honig weitergibt und weitergibt und weitergibt. Und man gerne nochmal eine Woche wartet und nochmal eine Woche, da ist eigentlich das immer so ein bisschen der Punkt, ne, dass man die Bienenvölker nicht opfern will für die letzten Kilo Honig. Honig und gesunde Bienenvölker, man will ja immer beides machen. Ja. Also theoretisch, so ein kleines bisschen kann ich das schon erklären, so für den Markt und so reicht's. Aber nicht für so ein Video. Das musst du machen. Was jetzt? Erklären, woran du das festmachst. Ja, das ist immer schwierig, ne? Wie du diesen Grad beschreibst. Ja, das ist auch immer, muss man auch sagen, da gibt's ja jetzt nicht schwarz-weiß, ne? Das ist ja auch immer jedes Jahr so ein bisschen, klar, man kann jetzt sagen, du hast deine Stockwaage und irgendwann hast du keine Zunahmen mehr, sondern nur noch Abnahmen. So meistens erste Juli-Hälfte. Und dann machst du einfach Feierabend. Aber das stimmt ja auch nicht. Ne? Du kannst ja auch im Juli dann mal eine Woche Pause haben und dann kommt noch mal was. Tanne zum Beispiel. Ja, oder so. Man wandert noch woanders hin. Ja, oder das, na, das ist schwierig. Oder das Wetter ist einfach gerade, ne, wenn es eine Woche voll heiß ist, dann passiert ja nichts, gibt es keinen Honig. Obwohl es eigentlich noch Honig geben würde. Deshalb kann ich sagen, jetzt habe ich eine Woche keine Zunahme, jetzt tue ich abschleudern. Das ist schon immer so ein bisschen eine Sache, wo auch ich lange überlege, wann machen wir das jetzt schon die Woche oder morgen oder warten wir oder guckt mal Wetterbericht an, redet mit Kollegen, guckt die Stockwagen an, geht an die Bienenvölker, sieht es da. Und ich meine, es ist ja auch total unterschiedlich, gell? Ich denke, es ist wahrscheinlich auch ganz viel Bauchgefühl, das entwickelt wird durch Erfahrung. Also du hast ja auch schon Lehrgeld gezahlt, ne? Auch diesbezüglich, in anderen Bereichen auch, aber da auch, diese Gratwanderung wird vielleicht auch mal wieder schief gehen. Also, aber man lernt ja und ich glaube, das ist dieses Bauchgefühl, das sich dann entwickelt. Ne? Also tendenziell sind wir immer ein bisschen früher dran mit Abschleudern, ne? Dass wir halt da Varroamilben technisch und auch so nicht in Stress kommen im August. Aber ich meine, ich kenne auch schon Jahre, das weiß ich noch, das war das vor 3 oder 4 Jahren, da haben wir die Bienenvölker im Wald die Bienenfluchten reingetan, die Honigräume geholt, aber die Bienenvölker noch nicht geholt, weil es halt zeitlich nicht gepasst hat und auf einmal gab es die Zunahme, hat man wieder Honigräume rübergefahren. Ja. Also sowas kann aber auch mal umgekehrt sein. Sowas passiert auch, oder umgekehrt, dass du denkst, da passiert noch was und dann passiert nie wieder was. Ne? Also das ist echt, das ist schon irgendwie so eine Mischung aus Erfahrung. Und dann musst du ja auch sagen, irgendwann musst du mal anfangen, ne? Weil wenn du jetzt hobbymäßig unterwegs bist, deine 5 Völker im Garten, die machst du an einem Sonntag, aber wir müssen ja irgendwann mal anfangen. Ja. Ne? Aber da riskierst du vielleicht auch mal was mit einem Volk oder so und wir gehen vielleicht eher auf Sicherheit oder umgekehrt. Ne? Du kannst auch sagen, größere Erwerbsimkereien sind angewiesen darauf, viel Honig zu ernten. Und riskieren es dann vielleicht eher. Kommt drauf an, was dir wichtiger ist, denke ich. Ne? Die Sicherheit oder vielleicht doch nochmal das ein oder andere Gläschen Honig. Auch für Hobbyimker. Naja, es ist ja schon auch immer eine Mischung. Ne? Ich meine, dein Varroa-Befall gibt dir letztendlich den Schlussstrich,
Ja, darüber, also wenn du da die Linie überschreitest, dann wird es teuer. Ne? Dann solltest du nicht mehr riskieren. Dann wird es teuer. Also klar kannst du auch da sagen, 20 Kilo Honig ersetzen ein Bienenvolk oder sowas. Aber das ist ja, das ist jetzt nicht ganz unsere Herangehensweise. Und deshalb ist dieser Varroa-Befall, das ist ja für uns jetzt so eine endgültige Linie. Aber du musst ja auch dahin planen. Ne? Du willst natürlich deinen Honig mitnehmen und du willst natürlich auch, wir schaffen das ja nicht in einer Woche. Ne? Du musst ja irgendwo anfangen. Und dann fängt es eigentlich schon an, mit welchem Bienenstand fängst du wann an. Das ist eigentlich immer so der Punkt, weil diese Stockwagendaten und kommt noch was und hier und da, das ist dann schon ein bisschen Erfahrung. Und Bauchgefühl wieder, oder? Ja, aber jedes Jahr ist anders. Ne? Dieses Jahr zum Beispiel, ich habe es heute Morgen schon gesagt, da fährst du da, ja, wir haben da hinten so Kartoffelecker und da, wo die fahren, haben die Weißklee. Und normal ist Weißklee, wird ja immer von den Bienen super toll beflogen. Mhm. Dieses Jahr siehst du da ganz keine komisch, Bienen. Gell? Ja. Mhm. Und wir sind jetzt ja auch nicht, wir haben jetzt nicht kein Matsch, also wir haben ja nicht unheimlich viel Wasser. Mhm. Also, aber wir sind jetzt ja auch nicht so extrem dort. Das Einzige, was wir haben, ist halt immer diese hohe Temperaturen und dann halt wieder Regen. Ne? Ja. Also eigentlich kann es nur ein bisschen an der Temperatur liegen, oder Katrin? Ich weiß es nicht. Wir haben ja auch schon gerätselt, warum an dem Weißklee so wenig Bienen sind. Ja. Ich meine, ich bin... Ach, diese Wespen, die nerven echt. Ich bin nicht so böse, weil ich Kleehonig persönlich nicht ganz so gern mag. Aber komisch ist schon. Ja. Habt ihr das auch beobachtet? Auf jeden Fall ist es schon irgendwie wieder ein bisschen. Also es gibt kein. Du bist immer hinterher schlauer, gell? Manchmal auch gar nicht. Also in einer meiner Lieblingsreportagen, da geht es um einen Landwirt in Norddeutschland. Und da sagt der Opa, mit Warten kannst du Geld verdienen oder verlieren. Mhm. Ne? Und das trifft es eigentlich auch mit dem Abschleuder eigentlich ganz genau zu. Da muss man sich ein bisschen reinfinden. Ich meine, standardmäßig ist bei uns schon, kann ich sagen, nach der ersten Juliwoche geht schon bergab. Ne? Wenn dann im Wald nichts passiert oder Bienenvölker, wo keinen Wald in der Nähe haben, da wird es dann schon sehr gering mit den Zunahmen. Was ist da drüben los? Die Wespe klaut hier gerade Honig von meinem Stockmeißel. Mhm. Deinem Stockmeißel? Deinem Stockmeißel natürlich. Ja. Schatz. Bei dir wäre noch die rosa Farbe drauf. Da wäre noch neu bei mir. Da fehlt sogar schon eine Ecke. Ja, und wenn es dann soweit ist, ja, ne, dann geht es halt darum, dass man hier hinter uns steht ja schon ein bisschen Winterfutter. Muss dann natürlich parat sein. Weil man kann ja nicht den Honig einfach spontan jetzt ernten und nicht dafür sorgen, dass genug Futter ist, gell? Ja. Ja. Das ist sogar mir klar. Das ist na gut, wobei toll. Wir lassen ja auch schon immer was drin, ne? Aber ja. 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 Nee, der Stockmeißel ist ja ein Universalwerkzeug, weiß ich nicht. Da fehlt halt die Ecke, wahrscheinlich, keine Ahnung. Diese Gedankensprünge. Reifenwechsel. Ja. Keine Ahnung. Irgendwie Fenster ausgebaut, eingebaut. Mit dem Stockmeißel kann man alles machen. Pakete auf. Weiß ich doch. Stockmeißel ist eigentlich für alles gut. Ja, ich weiß nicht, wie die Leute ohne Stockmeißel leben können. Man kann den sogar in der Bratpfanne benutzen. Aber nicht in meiner. Naja. So ist das, ja. Mhm. Sonst fällt uns zum Thema jetzt gerade so nicht mehr viel ein. Vielleicht magst du zu diesen Varroa-Befällen noch was sagen? Das war jetzt gerade nur ein bisschen allgemein gehalten, nee, oder? Das habe ich ja schon in dem Video gemacht, das du nicht gesehen hast. Das ich nicht angeguckt habe. Ja. Also ich kenne ein Varroa-Video, aber das letzte habe ich nicht gesehen. Ja. Und in unserem Buch steht da auch was dazu drin. Das weiß ich. Oh, gute Überleitung. Ein bisschen Schleichwerbung, oder? Ja, gibt's aber noch nicht. Gibt's noch nicht. Müssen wir noch warten. In der Sonne. Es gibt wahrscheinlich niemanden, der so gespannt ist auf dieses Buch wie ich selber.
Ja, die Rechnung wurde ja bezahlt, insofern ist das für mich erledigt. Nein, ich will das in der Hand halten. Ja, ja. Also, sonst? Ich habe da jetzt nichts hinzuzufügen mehr. Gut. Ich hole jetzt noch hier, wir laden jetzt noch hier das wieder ab. Falls wir dann doch die Bienenvölker noch irgendwie zumindest mal einen Teil aus dem Wald holen. Keine Ahnung. Wenn ich morgen früh bald aufwache. Anhänger müssen immer einsatzbereit sein. Ich kann das nicht leiten, wenn du dich entschließt, was machen zu wollen und dann erstmal noch eine Stunde irgendwie mit dem Anhänger beschäftigt bist. Weil mit dem Anhänger gehen wir jetzt nicht Bienen füttern. Okay? So machen wir das. Deshalb laden wir das noch ab. Dann machen wir Feierabend. Naja, nicht ganz, aber. Nur nicht ganz. Ja. Sonst noch was, Kerle? Willst du noch irgendwie Grüße sagen? Oder? An die Oma. Ich habe leider keine mehr. An deine Oma können wir Grüße sagen. An meine Oma. Mhm. An die Omas unserer Kinder können wir mal Grüße da lassen. Ja. Gut, aber genug gelabert. Genug gelabert. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss.